Naja, fahren wir vor Bitte. Hallo. So, guten Tag. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Sie wissen, warum ich Sie anhalte? Eigentlich nicht. Aber das würden Sie mir sicherlich gleich sagen. Richtig. Zuerst hätte ich gern mal einen Ausweis gesehen von Ihnen. Moment, wo habe ich stehen denn? Ha, da ist er ja. Bitteschön. Mikey von Bert, mein Name. Jawohl, der Treibstoffhelle. Hersteller. Ja, richtig. Gut, also, fangen wir mal an mit einmal über rote Ampel fahren, einmal auf der verkehrten Seite fahren. Was? Das kann gar nicht sein. Ich war immer richtig. Ich war immer rechts. Ja, ja, bis vorne an dem Fischhändler, ne? Da sind wir schön über den gegenüberliegenden Fahrstreifen gefahren. Ja, rote Ampel war auch dabei. Den habe ich gar nicht gesehen, den überliegenden Fahrstreifen. Verliegt der da auch auf der Straße? Hat er doch selber Schuld, wenn ich darüber fahre. Ja, das ist wohl richtig. Seit wann sind sie denn ja, eigentlich was macht man jetzt? Schon hinter mir? Ich habe sie gar nicht gesehen. Seit wann sie schon hinter mir sind? Sie sind oben, wo sie auf dem Palmino Boulevard draufgefahren sind, stande ich an der rechten Kreuzung. So, und dann sind sie schon mit gut zackig Speed links abgebogen Richtung Palmino Boulevard runterwärts am Bekleidungsgeschäft vorbei. Und da habe ich dann Gas gegeben. Und habe sie dann unten über die zwei roten Ampeln fahren sehen und da war ich dann eigentlich schon aktuell eigentlich hinter ihnen, ja, wo man links abbiegt Richtung Werkstatt hierher. Und da habe ich dann auch gesehen, dass sie in den Gegenverkehr gefahren sind. Ja, das war ja keine Absicht, dass ich den Gegenverkehr gerammt habe. Nee, sie haben niemanden gerammt, aber sie sind auf der falschen Spur gefahren. Ja, da war ja auch ein Regenwurm, da musste ich ja überholen. So, naja gut. Ja, was macht man jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Moment. Trinken Sie mal was. Wo habe ich schon das? Da habe ich das, ja. Vorsicht, ich könnte jetzt ein bisschen spritzen. Und... Oh, oh ja. Aha, ich habe mir den Finger gebrochen. Okay. So, und... Prost! Prost, rein in den Kopf. Ah. Ja, schmeckt vorzüglich, das Quellwasser. Habe ich gerade frisch aus dem See da hinten. Aus dem Fluss, meinte okay. ich. Also, passen Sie mal auf. Wir haben... Ja, ich hab danke. Also wir wären normalerweise, ja, ich zähle jetzt einfach mal die vier Moment, bevor Sie anfangen zu zählen, Moment, Sie dürfen nicht teurer als minus 9.800 werden. Minus, ja, das wird dann mehr Minus, ne? Das ist schlecht. Da muss ich mir ja Geld borgen. Ja. Moment, so, ich bin gleich ich wieder jetzt da. Einfach mal, Hallo, Sir. Können Sie mir Geld borgen? Wir brauchen. Ja, das hat mir der Herr hinter mir noch nicht gesagt. Wie viel wollen Sie denn? Ja, Sie laufen einfach weg. Dann frag mal nach. Ja, ich. Wie viel? Wer sind dann Sie überhaupt? Sie haben mich doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Officer Hermann. Ah, der Hermann. Hallo, ich bin Mikey von Bert. Hier ist mein Ausweis. Ach. Moment. Haben Sie mir gerade schon eben gezeigt. Tja. Ja, ich habe eine Kopie. Jawohl. Ich gebe ihn da nochmal ein. Okay, wunderbar. Moment mal bitte.
Böse Mann, haben Sie mich erschrocken. Das können Sie doch, kann er doch nicht einfach machen. Da einfach so lostuten, schätze ich doch. Mein Arm, oh, was ist das denn für ein Auto? Stopp, das muss ich mir ja noch mal. Das war ja... Mensch, was war denn das für ein Auto, das wir es auch haben? Haben Sie das Auto eben gesehen? So. Das war... Ja, ja, das ist von dem Anwalt. Das muss ich auch haben, was das wohl kosten mag. Das weiß ich nicht. So, jetzt, bevor wir das hier ganz unnötig in die Länge ziehen, ich öffne mal den Katalog. Den Katalog? Sind da Schuhe drin? Ich brauche dringend neue Schuhe. Sehen Sie das? Nee. Meine sind schon sehr abgetreten. Die trage ich auch schon seit, ja, 5 Jahren und hat sie noch nicht einmal ausgezogen. Muss das stinken. Ja, deswegen habe ich sie ja noch nicht ausgezogen. Wer waren Sie noch gleich? Ich habe Ihren Namen vergessen. So, also. Fangen wir mal an. Ja, also wir, wie gesagt, nicht teurer als minus 9000. Hey. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden, weil sonst wäre gleich ungemütlich. Okay, ich lasse ausreden. Okay. So, Sie haben ein Stoppschild überfahren. Wenn Sie jetzt noch einmal was sagen, nehme ich Sie mit. Okay, ich sag nicht mehr. Pinker Auto ist eins, ne? Jupp. So. Also, wir haben einmal, normalerweise könnte ich das jetzt einstufen als gefährliches Fahren, wären 7.000 Dollar. What? Eine rote Ampel überfahren sind 5.000 Dollar. Ein Stoppschild überfahren sind 1.150 Dollar. Schreiben Sie das mit her, hinter mir. So, Moment. Rechtsfahrgebot wurde nicht eingehalten, sind 2.225 Dollar. Wie gesagt, da war ein Regenwurm und den musste ich überholen. Und ein Stoppschild habe ich nicht überfahren, da wird man dann doch eine Beule sehen am Auto. Ja. Wie gesagt, das sind jetzt mehrere komplette Vergehen, ja, also das sind 4 Vergehen. Damit es jetzt nicht so übertrieben wird, sage ich jetzt mal vom Preislichen her, weil ich möchte Sie jetzt ja auch nicht hier groß schikanieren. Also wie gesagt, nicht mehr als minus 9.800. Ja, da kommen wir hin, ne? Also wenn ich jetzt einmal gefährliches Fahren mache mit 7.000 und einmal das Rechtsfahrgebot, kommen wir auf 9.225 Dollar. Ja, aber dann habe ich ja... Das ist ja... Nee, das kann ich nicht bezahlen. Ja, ich muss Ihnen aber leider eine Strafe ausstellen, weil so wie Sie gefahren sind, war nicht wirklich in Ordnung, ne? Und ja, das wissen Sie auch selbst. Aber das Stoppschild habe ich nicht überfahren. Das steht ja noch. An einem Stoppschild... Für ihre zu ihrer Information hält man an. So, und da Sie aber auf der verkehrten Seite gefahren sind, haben Sie natürlich kein Stoppschild gesehen. Da war ein Regenwurm, den musste ich überholen. Ja. Man fährt nicht einfach über unschuldige Regenwürmer. Gut, nachdem Sie ja irgendwie nicht beikommen, werde ich jetzt einfach die Strafe ausstellen. Sie kriegen jetzt von mir einmal gefährliches Fahren. Ja. So, Rechtsfahrgebot nicht eingehalten. Gut. Die Strafen wurden ausgestellt. Wenn Sie sie nicht bezahlen können, wird der Staat über die Staatskasse automatisch das Geld von Ihrem Bankkonto abziehen. Ja, Sie brauchen gar nicht drücken, das geht nicht. Ich kann das nicht bezahlen und das. Ja, das, wo ist denn der Herr, der mir alles, das ist ja... Ach, da sind sie ja. Die Rechnung gehen alle an den Herrn da hinten. Ja, die Rechnung ging jetzt an Sie, weil Sie sind der Halter von dem Fahrzeug. Richtig? Wollen Sie ein Auto kaufen?
Richtig. Bleiben Sie jetzt mal bitte bei mir, weil sonst lege ich Sie in die Handschellen. Nee, die tun weh. Ja, ich nehme mal Ja, an, dass also ich der bitte. Halter des Fahrzeugs bin. Sind Sie der Halter oder nicht? Jetzt keine Kaspereien, sondern. Ja, bin ich. Sehr schön. Also, Sie haben einen Führerschein, Sie sind der Halter des Fahrzeuges und Sie sind mit dem Fahrzeug aktuell vor mir gefahren und ich habe Sie gesehen. Ja, aber ein Und von Stoppschild habe daher brauchen ich wir jetzt gar nicht nicht mehr. überfahren. Das Stoppschild habe ich Ihnen auch gar nicht jetzt berechnet, Ach ja, so, weil ich kein gut. Unmensch bin. Normalerweise wären wir jetzt bei einer Gesamtstrafe von über 20.000. Ich habe Ihnen jetzt lediglich 9.225 Dollar ausgestellt. Da kriege ich Verstopfungen in der Lunge, wenn ich Ja, dann 20.000 sollten Sie höre. mal. Ach so, Lungenarzt. Ja, ich weiß nicht, ob aktuell einer in der Stadt ist, aber da müssen wir mal schauen. Aber wenn ich denn das Geld habe, wo muss ich denn hin, um die Rechnung zu bezahlen? An Ihrer Stelle würde ich erstmal arbeiten gehen und um das Geld überhaupt ein Ich habe zu schon haben, sage ich jetzt einfach gearbeitet. mal. Deswegen sind ja Ja, da. minus 9.000 entstanden. Ach so. Ja, entzieht sich mir jetzt meine Kenntnis. Also, wie gesagt, die Strafen wurden Ja, ausgestellt, die damals. Staatskasse wird das Geld automatisch einfordern. Das würden Sie dann auf Ihrem Bankkonto sehen. Damals gab Und es einen dementsprechend. schrecklichen Unfall. Ja, man merkt's ja. Was soll das denn heißen? Weiß ich Dass die nicht. Carla fehlt. Wer fehlt? Carla? Wer ist denn Carla? Nein, die Kauleiste. Die Kauleiste. Ach so, die habe ich schon lange verloren. Ich habe auch meine Na, sehen Sie. Gehstockleiste verloren. Ich Ja, kann ich nicht genau. mehr finden. Deswegen würde ich Sie jetzt hier bitte. Bitte, ja, halten Sie sich an die Geschwindigkeit, halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Ja, wenn das Stoppschild da steht, mindestens 3 Sekunden an dem Stoppschild warten, den unwärtigen Verkehr beobachten und dann, wenn Sie unter Ausschluss der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, können Sie dann weiterfahren. An einer roten Ampel wird stehen geblieben, bis diese Ampel auf grün schaltet. Ansonsten stehe ich wieder hinter Ihnen und verpasse Ihnen das nächste Ticket. Ja, und wenn da ein Regenwurm ist, soll ich einfach drüber fahren? Ja, da könnt ihr ja anhalten, könnt ihr einpacken, mitnehmen und dann hier unten am Strand freilassen. Ja, was soll ich schon mit einem Regenwurm? Der hat schon Ja, einen Grund, warum Essen. der auf der Straße ist. Der muss ja auch irgendwo Ja. hin. Und wenn ich den jetzt Ja, schlecht nehme das. und hier zum Strand bringe und der da gar nicht hin wollte, da haut er mir doch eine rein. Ich zieh mich gleich um. Ach so. Das Mag ja, gut, kann ich doch das ist ja nicht dann. machen. Weil wenn der Ja, nicht hier zum dann. Strand will, sondern da hinten, dann habe ich den ja in die völlig falsche Richtung gebracht. Ja, dann müssen Sie sich einfach mal mit dem Herrn Regenwurm da in, ne, Verbindung setzen, wo er denn gern hin möchte. Aber dann auch das Fahrzeug von der Straße stellen und die Straße nur betreten, wenn grün ist. Wie ist das eigentlich? Nur für den Fall, falls ich jetzt mit dem Rollstuhl auf der Straße fahre. Weil Mit dem Rollstuhl alleine, glaube ich, geht nicht. den Es werde gibt, glaube ich, ich, auch in dem Staat keine Rollstühle. den werde ich mir gleich kaufen, dann überschreite ich auf jeden Fall nicht mehr die Geschwindigkeit. Stimmt. Nur mit der Bremse müssen wir dann noch üben, ne? Die wird abgebaut, damit das bergab ein bisschen schneller geht. Ach so, naja, dann. Aber nee, Gut. dann Na gut, übertrage ich. Herr Naja, Bert. woher wissen Sie meinen Ja. Namen? Tja. Der Name steht schon im System jetzt. Was? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ja, das ist Ansichtssache, sage ich jetzt einfach mal. Für uns ist es gut, weil wir haben sie gelistet. Für sie ist es schlecht. Ja, Aber aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. wie kann das denn jetzt für Ich mich wünsche. wieder gut werden? Ja, das ist Ermessenssache. Wie gesagt, ich bin jetzt hier fertig mit Ihnen. Wegen mir können Sie jetzt weiterfahren, arbeiten gehen, was immer auch Sie möchten. Das Ich Problem wünsche ist, Ihnen wenn einen schönen ich Tag. arbeite, bringe ich kaum Geld nach Hause, weil immer schreckliche Unfälle passieren. Ja, dann haben Sie denn überhaupt den Führerschein? Fangen wir doch mal so an, wenn Sie schon so sagen. Also, letztens habe ich in der Fahrschule bestanden. Also ich gehe davon aus, dass ich den habe. Weil immer, wenn ich in meine Hosentasche gucke, kann ich den nicht finden.
Okay. Ja. Gut. Führerschein ist alles vorhanden, von Ja, daher woher passt wissen das Sie auch. denn das? Tja, Sie sind im System. Ich sagte doch Das gerade. System weiß einfach alles. Richtig. Kann das System auch in die Zukunft gucken? Negativ. Schade, ich würde gerne wissen, ob ich irgendwann meine Rechnungen bezahlen kann. Ja, das wissen nur Sie, ne? Wie gesagt, halten Sie sich die Verkehrsregeln, dann wird kein weiteres Minus auf Ihrem Konto erscheinen. Dementsprechend, ja, einfach dran halten und dann passiert es auch nicht mehr. Okay, ich würde es versuchen. Ich würde es machen. Sehr schön. Sehr schön. Dann, Gut, Herbert, dann woher einen wissen schönen Sie Tag meinen gewünscht, Namen? ja? Jo, die Story hat man jetzt schon zweimal, also ich werde mich jetzt ein drittes Mal nicht wiederholen. Wer sind Sie überhaupt? Haben Sie mich schon vorgestellt? Ich bin ein Cop vom LSPD. Gehört Ihnen das Auto da im Hintergrund? Richtig. Kann man Ja, das nicht mir, sondern meinem kaufen? Chef. Kann man das kaufen? Schade, das hat schönes Blink-Blink auf dem Dach. Ja. Ist aber noch Naja. das Hässlichste, was wir haben. Ich weiß, ich habe schon bessere Autos gesehen. Stimmt, ich auch. Zum Beispiel mein Auto, das ist schön. Das ist das schönste Auto hier auf dem ganzen Parkplatz. Stimmt. Für den einen oder anderen. Und das kleinste. Ja. Naja, aber ich muss jetzt weg. Ich muss. Ich weiß gar nicht, wo ich hin Arbeiten. muss, aber ich muss weg. Na dann, fahre ich mal meinen Wagen weg, dann können Sie auch wegfahren. Ach so, kleiner Tipp. Vielleicht, wenn Sie mal zum Kleidungsladen gehen würden. Der Hut, der hat so komische Flecken und auch die Schuhe, die haben so komische Flecken. Die würde ich mal umtauschen, weil ich glaube, da ist irgendwas bei der Fabrikation irgendwie schiefgelaufen. Ja, ich suche eigentlich einen Lackierer, der mir die Klamotten lackieren kann. Ich will meine Klamotten in gleiche Farbe haben wie mein Auto. Ja, dann müssen Sie aber nicht hier zum Tuner herfahren, sondern müssen in den Kleidungsladen. Ja, da war ich schon. Der hat gesagt, nö, das gibt hier nur weiß und blau. Für Farben sind wir nicht zuständig. Also, naja, da muss man einfach mal unter dem Torso 1 einfach mal ein bisschen weiter nach hinten blättern. Da findet man eigentlich auch wunderschöne T-Shirts, Jacken etc. Ah, okay, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hinfahre. Ach, ich kann mir die Klamotten ja Genau. gar nicht bezahlen. Ja, da müssen Sie mal Ihren Buddy fragen, ob der Ihnen vielleicht $250 über die Thekenkante reicht, damit Sie sich ein neues Outfit Ja, kaufen aber da können. müssen wir ja erstmal in die Bar fahren. Ja, ich fahre jetzt meinen Wagen weg, dann können Sie wegfahren und dann sind wir hiermit fertig. Ja, ich fahr weg. Tschüss! Tschüss, tschüss. Was für ein netter Mann. Gibt selten sowas. Hast wieder angestellt, Obi. Das weiß ich ja nicht mehr. Ich weiß nur, Warte, dass ich gebe ich dir mal ein jetzt bisschen noch Geld. weniger Geld habe als vorher. Bert, absenden. Aua! Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Finger! Ich habe den Ventilator gefasst! Okay. Aua! Mein Finger! Warum machen Sie auch so einen Blödsinn?